Leckere Stärkung gibt's auch, ja. Hotspots gucken gehen. Können wir direkt hier vorne angeln? Ja, wir angeln immer, das sind immer nichts. Ja, deswegen angeln wir jetzt hier und fangen was. Hallo meine Freunde von Mal wieder angeln. Wir sind hier heute an meinem Vereinsgewässer und ich wollte mal auf Aal und Zander probieren zu angeln. Mit meiner Variante, die ich auch schon in den Rhein-Videos präsentiert habe. Da haben wir hier das Dorschlaufblei, die Gummiperle, einen Wirbel mit einem Vorfach, was 20 cm ist und zwei Tauwürmer erstmal draufgezogen. Dann probieren wir erstmal damit hier an dieser Schiffkante die ganze Sache rauszuwerfen, so 5 bis 10 Meter maximal. Und dann unser Glück auf Aal erstmal hier probieren. Und so mal schauen wegen der anderen Route. Und das Steck das nur runterlassen. Ein bisschen hier auf Spannung bringen, so Freilauf aufmachen. Jetzt hole ich noch die andere Route mit dem Bildschirm. Hier haben wir auch nochmal die Löschmontage. Nur mit ein bisschen längerem Vorfach, so ca. 40 bis 50 cm. Dann probieren wir auch mal jetzt das gleiche Spiel. So 5 bis 10 Meter rausbringen das Ganze. Wenn ich das hier überhaupt rausbringen kann. Das Ganze auf Spannung bringen. Die Bremse hier öffnen, da ich hier keinen Freilauf habe auf der Route. Ich bin hier kein Freund von irgendwelchen Gummibändern und so, die ich mir auf die Routen schnalle. Ja, kann man schon genügend eigentlich nehmen. Ne? Ein bisschen zu viel so. Dann probieren wir mal heute Abend unser Glück hier auf Aal und Zander, oder nicht?
Ich angel heute hier mit dem Tom zusammen. Wie gesagt, wir wollen ja mal auf Aal und Zander einfach jetzt hier probieren. Der Tom hat hier eine Posenmontage ausgelegt. Aufgrund mit einem Köderfischchen, die andere aufgrund mit Tauwurm. Meine sehen genauso aus, die Montagen habt ihr ja gesehen. Ich liebe dieses Bild, ein Nebel über den See zieht. Jetzt geht er wieder da. Geil. Den holen wir uns, oder? Lass ihn noch abziehen. Nein, der ist dran. Oder Aal, Mann. Nein, nein, ist Zander. Ich geh schon. Ich mach schon. Zieh ihn rüber, der schwimmt meine. Zander, Mann. Ja, sag ich schon. Warte, warte, ich mach schon. Da ist noch einer gekommen, mitgekommen. Hast du gesehen, da ist noch einer gewesen? Nee. Doch, da war noch einer. Ja, guter Mann. Mein erster Zander hier, Junge. Der will nicht. Der hängt in irgendeiner anderen Schnur. Ja, der ist gut. Jetzt hat er den Köderfisch rausgespuckt. Ja. Geil. Geil. Hau rein, Digga. Petri, ja. Warte, ich mach die Abpackkarte. Die Abpackkarte. Oh, das ist ein schöner Fang. Kapitaler Zander. Zander? Der hat den Köderfisch gerade rausgespuckt, wo ich ihn in den Kescher gepackt habe. Was wird der haben? Ja, so 50, 60 hat er. Was hat der für ein Maß? 45? Ja. Mein erster Zander an diesem Gewässer auf Köderfisch. Geil. Und es ist noch nicht mal nachts. Das freut mich mal richtig. Schön dafür. Der hat einen Zander. Zander? Ja. Alter. Echt? Wo drauf denn? Auf Köderfisch. Krass. Ist meine Taktik wieder aufgegangen, oder? Ja. Komm. Boah, Leute, schaut euch mal diese Anaconda hier an. Boah, das ist ein geiler Fisch. So was fängt man nicht alle Tage, ja? Extremes Monster, was für ein Kopf. Hammer, ja? Hammer. So kann das ja weiterlaufen. Richtig geiler Fisch. Nachtsession war kalt, aber wir kommen nun jetzt langsam zum Ende. Die Sonne geht auf, wir packen ein, gehen nach Hause. Ich hoffe, ihr hattet einigermaßen ein bisschen Spaß mit uns am Wasser. Und bis zum nächsten Mal. Mal wieder angeln. Jetzt konnte mein Freund Tom auch noch einen schönen Barsch fangen in den Morgenstunden. Lecker Tauwurm.